Peace Leute, was jetzt in meinem Video und heute machen wir eine spezielle STG und zwar, ich habe immer ein eigenes Team erstellt und wir werden nur Jugendspieler von Deutschland halt alle zusammen in ein Team machen und dann werden wir gucken, wie oft wir sowas gewinnen. Ja. So, da hatten wir schon richtig guten Stürmer, also da hatten wir ein Stürmertalent am Anfang. Das ist gut, weil Stürmertalente in Deutschland kann man nicht so einfach finden. Und ja, das ist mein Team. Ich habe halt noch nichts gemacht, weil es ist ja E-Jugend. Und hier, das ist unser Vereinslogo. Das hier, es gab nichts Besseres mit einem Adler, weil Adler muss ja sein in Deutschland. Wir heißen FC Deutschland. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der Saison. Oder wenn wir ein krasses Talent gefunden haben. So Leute, wir sind am Ende der Saison. Ja, eigentlich nicht so gute Jugendspieler. Deswegen sind wir auch letzter. Oh, ja, läuft alles nicht so, wie es soll. Irgendwie auf einmal so, wir finden gar keine Jugendspieler mehr, fast gar keine mehr. DFB-Pokal hat Bayern München gewonnen. Also die dritte Liga, so, das ist das. Das Playoff. Ich wollte auch gar nicht ganz raus. UEFA Superpokal hat Chelsea gewonnen, UEFA Champions League hat Villarreal gewonnen, okay. Die UEFA Europa League hat Manchester City gewonnen. Die UEFA Conference League hat Tottenham gewonnen. Oh, guck über unsere Spieler ein. Auch wenn wir eigentlich nur zwei Jugendspieler haben. Wir haben zwei Jugendspieler. Das ist einmal der hier, der Florian Kaiser. Und der hat 17 Einsätze gemacht. Und dann halt der Stürmer. Hier, der hier. Der ist plus 4 und hat 38 Einsätze und 12 Tore gemacht. Ja. Das war's mit der Saison. Wir sehen uns dann am Ende der nächsten. Bis dahin. So Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind am Ende der Saison. Und mal gucken, welcher Platz wir sind. Wir sind 9. Im Gegensatz zur letzten Saison ist das sogar noch gut. Also das ist mittelmäßig. Aber besser als letzte Saison. Ja. Das ist unsere Mannschaft. Wir haben jetzt einen 78er Stürmer da vorne drunten. Und ich habe noch einen vergessen und zwar hier der hier, der Zimmermann. Und der kommt dann auch nochmal nach, wenn er dann hier, ja, bei 16 wird. Also es geht so langsam bergauf. So, dann ist auch endlich mal ein Linksverteidiger, weil der 43er können wir dann jetzt hinsetzen. Ja, was ist das? Das ist ein echter Spieler. Keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich, weil wir davor zu wenig Spieler hatten. Ja, das ist auch noch eine Schwäche hier, ZDM. Auch noch ZOM und der hier ist ja der Jugend. Und ja, mal gucken, was sie so geleistet haben. So, 4 Einsätze, plus 4 Gesamtstärke und 34 Einsätze. Das ist hier unser neuer, der ist plus 7 gegangen. Und dann war noch unser Stürmer, der ist plus 5. Und hat 39 Einsätze, 12 Tore, 3 Vorlagen.
geht auf jeden Fall besser, ne, mein Junge? Frank Schulz. Ja. Da gucken wir uns jetzt noch die Wettbewerbe an. So, wer wurde denn jetzt der Drittligameister? Erzgebirge Aue, die auch abgestiegen sind. DFB-Pokal steht noch nicht fest, Dortmund oder Leipzig, wie letztes. Ja, nee. Ach, keine Ahnung, nee. Ach, keine Ahnung. Europacup. Ach so, das ist dieser Vorbereitungsturnier, haben wir gewonnen. Superpokal hat Manchester City gewonnen. UEFA Champions League steht auch noch. Ich meine, es gibt noch nicht, dass hier noch nichts feststeht. Ein bisschen weiter simulieren hier. Ich simuliere jetzt einfach mal bis zum ersten. Also, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr mal bitte ein Like und ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ja, das braucht man wieder lange zum Simulieren. Sehr lange. Ach ja. Ja, mein Husten ist immer noch nicht weg. Das ist scheiße. Deswegen bin ich auch nicht in der Schule. Wegen Husten und so. Es geht mir einfach scheiße. So, ja, sind wir ja jetzt am Ende. So, dann können wir doch mal alle Wettbewerbe durchgehen. DFB-Pokal hat Dortmund gewonnen. Champions League hat Manchester City gewonnen. UEFA Europa League hat Bayern 04 Leverkusen gewonnen. Und die UEFA Conference League hat Latium oder auch, wie sie nicht heißen, Lazio. Lazio Rom. Nee, doch. Nur die haben ja keine Rechte, deswegen steht es da jetzt. Ja, das war's mit der Saison. Und wir sehen uns dann am Ende der nächsten Saison. Oder wenn wir wieder ein Re Oder wenn wir dieses Mal hoffentlich ein krasses Talent finden. So Leute, wir sind im Champions League Finale gegen Real Madrid. Und wir spielen in Paris. Hier so ihr Stadion von Paris. Und hoffentlich werden wir das jetzt so gewinnen. Stark Schulz. Ey, wir haben so viel Unglück. Ey, das ist doch kein Foul. Okay, das war schädlich. Leute, wo seid ihr? Ey, die sind so langsam. Ey. Komm schon, Schäfer, du bist schneller. Ey! Richtig entschieden, es gibt
Nicht zu den. Ach, Jungs, ihr wollt ihr Champions League-Sieger werden. Komm schon, Schulz. Bist du eine Tussi oder was, Alter? Was für ein hartes Einsteigen? Soll ich mal gleich hartes Einsteigen geben? Was ist denn jetzt los? Hey, dieser Schiedsrichter, der regt mich so auf. Es gibt hier gleich eine Rivalität gegen euch. Komm, mach ihn. Jawohl, er macht ihn! Komm, Schulz. Ja, Schulz. 1-1. Okay, Pause 1. Zur Pause 1-1. So, dann geht es doch mal in die zweite Hälfte. Nicht in die zweite Pause, sondern in die zweite Hälfte. Schulz hat eine 96. Stabil. So, weiter geht's jetzt mit dem zweiten Spieler. Komm schon, pack mir das. Jawohl. Schon weg, ja. Schade, schade, finde ich echt schade, dass ich den nicht reingemacht habe. Komm, Schäfer. Ja, warum läuft denn keiner in die Mitte? Jetzt ist gefährlich.
Ey, das gibt es doch wohl nicht, Mann! Ey. Leute, aufwachen. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Ey, sag mal, hier nicht so aggressiv hier, mein Junge. Was für Abseits, Alter! Ach, Jungs. Ganz klar, aber. Stabil. Nein, ich steh doch auf. Bitte mach den scheiß Ding doch. Ah, bisschen zu weit links. Ich weiß halt, ich weiß nicht, wie man Freistöße schießt. Oh, okay. Ja, wenn er besser zieht, bisschen weniger Power, dann ist es Tor. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ja, nur noch 5 Minuten zu spielen. Ja. Schulz, mein Jung. Oh Gott. Endlich! Oh, leg mich am Arsch. Ja, Frank Schulz! Geil. Oh, Gott sei Dank, heute, ja. Eieiei, mein Junge, wohin sollte der denn? Jawohl, wir haben es gewonnen! Ja! Ey, wurde auch mal Zeit, Alter. Uiuiuiuiui, war das anstrengend, liebe Leute. Der Upamecano ist zu Real gewechselt. Die Champions League Trophäe.
Geil. Krüger. So, liebe Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Und noch Like und Abo da lassen, habe ich völlig vergessen zu sagen. Like und Abo da lassen würde mich sehr freuen. Und tschüss.